Herzlich willkommen zur neuen Folge, heute am Freitag. Wir erstellen heute ein Impressum für unsere Website und für unseren YouTube-Kanal. Sehr wichtig, dauert auch nicht lange, tut auch nicht weh. Los geht's. Willkommen auf meinem Laptop. Und zwar, hier unter dem Video hat uns jemand aufmerksam gemacht, dass wir doch mal ein Impressum erstellen sollten. Und ja, das werden wir jetzt natürlich machen. Erstmal vielen Dank. Mal gucken. Könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Sehr guter Mann. Vielen Dank nochmal dafür, ne? Habe ich total verschlammt. Und deswegen erstellen wir jetzt mal schnell eins. Und zwar gehe ich dafür auf erich24.de und klicke hier auf Tools und bei Generatoren auf Impressum-Generator. Jo, dann kann es auch schon losgehen. Möchte ich Musterdaten vorbefüllt haben oder nicht? Nein, ich möchte jetzt schon meine Daten eingeben, damit ich das Impressum dann direkt bekomme mit den Daten da drin. Wer ist der Nutzer des Impressums? Das bin ich. Wenn du es für einen Kunden machen würdest, wäre es dann halt hier der Klick. Ansonsten für mich. Online-Shop haben wir nicht. Weiter. Unternehmensform. Jetzt müssen wir auswählen, wer denn der Betreiber ist. Einzelunternehmer. Weiter. Betreiber der Website. Genau, jetzt gebe ich hier mal schnell meine Daten ein. Registereintrag, Steuerdaten und Versicherung. So, einmal alles ausgefüllt und dann klicken wir hier auf Weiter. Journalistische Tätigkeiten. Das betreiben wir nicht. Berufsbezeichnung. Kein reglementierter Beruf könnte man auch angeben, ja. Behördliche Zulassung nötig. Nein, weiter. Hinweis auf EU-Streitschlichtung. Im Zweifelsfall würde ich hier immer Ja anklicken. Nehmen Sie an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschließungsstelle teil? Nein, weiter. So, allgemeiner Disclaimer. Natürlich. Nein, ist nicht mehrsprachig, nur Deutsch. Bis jetzt. Rechtliche Hinweise und Nutzungsbedingungen. Lesen wir uns natürlich einmal durch und dann klickt man hier auf Ich habe bestanden und weiter. Wir senden Ihnen Ihr Impressum kostenlos per E-Mail als Text und HTML-Code im PDF-Format zu. So haben Sie alle E-Mail-Adresse eingeben. Übrigens auch wieder die E-Mail-Adresse, bei der ihr uns immer gerne schreiben könnt. Upsala. Wenn ihr wisst, was wir denn als nächstes testen sollen, ja, diese E-Mail-Adresse nehmen. So. Ihr persönliches Impressum ist auf ihm. So, ist jetzt auf dem Weg zu mir. Ach, dann gehen wir mal in unser geiles Postfach. Zack. So, jetzt haben wir auch schon die E-Mail bekommen von Herrn Sören Siebert und die weisen jetzt nochmal darauf hin, ja, bitte bestätigen Sie ihm Ihre E-Mail-Adresse, weil das ist halt so, das muss man halt so machen. Und die habe ich jetzt bestätigt mit dem Klick auf diesen Link. So, hat jetzt keine 5 Minuten gedauert. Die E-Mail ist jetzt bei mir unter dem Reiter Werbung gelandet. So, also kann sein, dass er am Spam-Ordner bei euch landet oder wo auch immer, also bei mir Werbung, bei euch vielleicht ein Spam-Ordner, müsst ihr einfach mal nachgucken. So, vielen Dank für die Nutzung unserer Impressumsgenerator. Im Anhang befindet sich das Impressum. Genau, einmal runterladen und natürlich sicher abspeichern. Und dann
Wenn wir die Datei mal öffnen, so, Inhaltsverzeichnis, genau so sieht es aus. Und hier ist der HTML-Code. Und den HTML-Code hier braucht man bloß einmal alles markieren. Auf strga habe ich geklickt. Dann kopiere ich mir das einmal alles. Dann logge ich mich bei WordPress ein, also beim nächsten WordPress-Seite. Bei den ganzen anderen Anbietern müsst ihr mal selber gucken. Ich nutze WordPress einfach am günstigsten. Dann erstellen wir hier einfach eine neue Seite. Erstellen. Ach, ich habe hier sogar schon einen Entwurf. Dann gehen wir hier auf Bearbeiten. Ansonsten einfach eine neue Seite erstellen. Impressum Datenschutz nennen. Also Impressum auf jeden Fall. So, genau, so sieht es denn aus. Und dann klicke ich hier einfach auf Eingeben. Und dann hat man hier alles schon soweit fertig. Dann klicken wir einfach auf Veröffentlichen und können uns einmal die Vorschau angucken. Genau so sieht es dann aus. Jetzt müssen wir nur noch einmal das Impressum hier, die Seite auf der Startseite, muss das zu sehen sein. Und das machen wir jetzt auch nochmal schnell. Klicken ja einmal auf Website anpassen. Genau, dann gehen wir hier. Wo waren wir? Hier auf Footer. Jedenfalls bei mir so. Auf Fußzeile im Footer. Abschnitt 1 könnt ihr Footer-Menü nehmen. Und dann erstellen wir. Mal veröffentlichen. Dann müssen wir noch schnell ein Footer-Menü erstellen. Denn das Ganze soll ja nicht im. Genau, hier unten ist es. Hier unten ist dann auch Impressum und Datenschutz. Jetzt erstellen wir noch schnell ein Footer-Menü. Hier auf Menüs. So, das Ganze brauchen wir da unten nicht. Können wir alles entfernen. Wenn ich denn mal ein Menü möchte, ein richtiges, dann kann ich das so nochmal ganz schnell erstellen. Menü speichern. Jetzt gucken wir uns mal die Website an, ob es dann auch geklappt hat. Ne? Einmal überprüfen. Hier unten Impressum Datenschutz. So, die Seite brauchen wir jetzt auch gleich nochmal. Das hat schon mal geklappt. Kopieren wir einmal, gehen wir zurück auf YouTube. Und genau da soll es ja auch rein. Also auf der Website selber ist natürlich auch wichtig, aber hier natürlich auch. Dann klickt ihr auf meinen Kanal. Auf Kanalinfo. Kanal anpassen natürlich. Dann bearbeiten wir mal hier. Machen wir jetzt einfach Impressum Doppelpunkt, fügen hier ein den Link. Genau. Und dann drücken wir auf Fertig. Und haben auch auf YouTube ein Impressum. Genau. So, damit sind wir dann fertig. Hat auch gar nicht so lange gedauert, finde ich. Also ist jetzt kein Beinbruch. Wir sehen uns vor meinem Laptop. Ja, wie ihr gesehen habt, so schwer ist es gar nicht. eRecht24 ist echt ein super Ding. Also leichter geht's, denke ich. Persönlich selber nicht. Man kann es jetzt natürlich auch von anderen Webseiten einfach kopieren und einstellen und ändern, seinen Namen und alles. Aber dann weiß man auch nicht, ob es wirklich regelkonform ist. Also nutzt eRecht24. Hier unter dem Video gibt es einen Link dazu. Ja, ganz easy eigentlich. Ich würde eRecht24 jetzt 5 von 5 Punkten geben. War ja alles kein Problem von der Seite her. Ich hatte jetzt ein bisschen Probleme bei WordPress das einzugeben, aber gut. So, wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Schöne Grüße nochmal an Slim G Plus Nervt. Wahrscheinlich falsch ausgesprochen, tut mir leid. Wir freuen uns immer über solche Kommentare. Die können, also wir lernen gerne davon, von euch. Schreibt einen Kommentar, auch wenn er doof ist. Doofe Kommentare gibt es nicht. Ja,
Gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, damit er noch mehr solche geilen Videos kriegt, ja. Nicht verpassen, Leute, unbedingt abonnieren. Ciao.